Können wir den gleich befreien? Ja, aber eins nach dem anderen. Ja, zum Beispiel brauche ich wahrscheinlich den Käfigschlüssel. Du hast Alarm geschlagen, du Arsch. Und mich dann ignoriert. So geht das nun mal gar nicht. Das mag ich nicht. Das ist total unhöflich. Musste mal gesagt werden. Ich hoffe, ich kann die Fallen alle verkaufen, die ich hier tonnenweise finde. Huch. Ah, ihr dort. Ich weiß nicht, was ihr in diesen Höhlen macht, aber ich danke meinem Schicksal, dass ihr kein Gnoll seid. Mein Name ist Glendir. Würde es euch wohl etwas ausmachen, mich hier rauszulassen? Wer seid ihr? Außer, dass ihr Glendir seid. Ich bin Glendir, der älteste Sohn des Barons von Hügelspitze natürlich. Ich bin ziemlich wertvoll, solange ich lebe zumindest. Wenn ihr mich freilasst, wird mein Vater sicher euch reich belohnen. Okay, nochmal, wird euch mein Vater sicher reich belohnen. So. Aber es gibt keinen Baron in Hügelspitze. Ich wusste nicht, dass ihr das wusstet. Bitte versteht das, ich habe das den Gnollen erzählt, damit sie glauben, ich sei eine wertvolle Geisel, damit sie mich nicht fressen. Das könnt ihr mir doch nicht zum Vorwurf machen. Die Wahrheit ist, ich habe kein Geld. Alles, was ich besaß, war ein Blumenberg und ist jetzt futsch. Meine Schwester ist Schmiedin in Hügelspitze. Aber sie ist ganz bestimmt nicht reich. Schmiedin? Diese Fiona? Ja, ihr Name ist Fiona. Aber ich weiß nicht, ob sie mir überhaupt aushelfen würde. Heißt, dass ich in meinem Käfig bleiben muss? Ach Quatsch, ich werde schon sehen, was ich tun kann. Ach, wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen, das kann ich euch versichern. Okay. Danke, dass ihr mich freigelassen habt. Ich dachte schon, ich würde hier nie rauskommen. Könntet ihr mir jetzt noch zeigen, wo der Ausgang ist? Natürlich, folgt mir. Oh, das weiß ich wirklich zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Hattest du was in der Zelle gehabt? Oh, scheiße. Entschuldigung. Irgendeine Hexerei hat meinen Angriff abgewehrt. Oh, es ist zu dicht in der Wand eingelassen. Na gut. Bringen wir den erstmal raus, den guten Glendir. Ja. Hier geht's nicht raus, wie du gerade gesehen hast, ne? Ich wollte hier nur kurz einen kleinen Rundgang durch die Höhlen machen. Ach Gott, das war eine Quest. Ach so. Das scheint der Ausgang. Danke, dass ihr mich gerettet habt und so weiter. Oh. Mein Stahl wird trennen. Was ist das denn? Hat er zu laut geschrien? Danke, dass ich ihn gerettet habe, oder? Oh. Der Schlüssel bleibt. Dann kann ich ja das Spiel Tor rauf, Tor runter nochmal spielen. Glendirs Rettung. In den Gnollhöhlen wurde ein halborkischer Gefangener namens Glendir gefunden. Er war sehr verzweifelt und drängte auf seine Rettung. Er wurde aus seiner Zelle befreit und sicher zum Ausgang geleitet. Jo. Jawoll, ja. Während wir von Gnollen verfolgt wurden. Na, egal. Ach, die kam bestimmt hier raus. Aber ne, wir machen hier unsere Runde. Damit wir nichts übersehen. Das und den Gong machen wir kaputt. Bedauern. Bin ich da eigentlich gerade an einem Gong vorbeigerannt oder war das nur Dreck? Okay, es war nur Dreck. Das hier werden wir nicht beide überleben. Klopf, klopf. Who there? Oh. Jetzt habe ich es doch kaputt gekriegt. Tiergatter. Ein Tiermeister. Ehrlich, da fasse ich mir doch echt an den Kopf. Und er fasst sich auch an den Kopf. Das werde. Nanu, was ist denn hier drin? Ist da irgendwas? Hier ist irgendwas eingesperrt.
Ein Goblin-Magier, wie süß. Sowas. Und der Halunke greift mich an. Mutig. Das werdet ihr bedauern. Aber was macht denn ein Goblin-Magier bei den Gnollen? Schild. Schild, Schild, Schild. Naja, nicht fragen, beklauen. Ach, schon wieder so ein Lachanfall. Was ist denn? Elektrischer Schlag. Verstärkung. Und dieser elektrische Schlag ist wahrscheinlich das, was er bei mir ausprobiert hat. Was nicht klappte. Magisches Geschoss. Na gut. Bücher. Und dann gucke ich mal, was er bei sich hatte. Ah, ein Tagebuch. Das wird doch jetzt bestimmt klären, warum er ja bei den Gnollen rumhängt. Ach du Schande. Ja, da war viel Mist dabei. Monster herbeizaubern, aha. Das hat wohl auch nicht viel gebracht. Pergamente. Ah, ich sehe schon, ich habe ein bisschen was zu lesen. Sehr gut. Also erstmal das Tagebuch. Die Seiten des dicken Buches sind vergilbt und beginnen aufgrund ihres Alters bereits zu zerfallen. Die Schrift in einer unbekannten Sprache ist sehr eng und kompakt. An den Rändern wurden die verschiedensten Notizen gekritzelt. Der Großteil ist in Goblinisch gehalten. Aber einige davon sind auch in der Handelssprache. Ein besonders interessanter Text lautet: Die Ruinen, die unter den Höhlen entdeckt wurden, sind meiner Meinung nach aus dem alten Nesseril. So weit außerhalb der Wüste Arnauroch ist das ein ganz bemerkenswerter Fund. Ich kann nur spekulieren, dass es sich hier um eine Art Trainingsareal für von Magiern gehandelt hat, das weit vom eigentlichen Imperium entfernt abgelegt wurde. Dennoch scheint auch diese Anlage der Zerstörung Nesserils nicht entgangen zu sein. Der Großteil der Schriftrollen und der anderen Magie, die wir entdecken konnten, war nutzlos oder zerstört. Die paar funktionierenden Artefakte, die wir gefunden haben, hat sich diese gierige Hexenmeisterin unter den Nagel gerissen. Verflucht sei sie. Wenn sie uns nur sagen würde, was sie hier sucht, wäre die ganze Sache nicht ganz so frustrierend. Werde Lehrlinge wieder nach unten schicken, um mehr herauszufinden. Okay. Und was steht in den Pergamenten? Die Pergamente sind verschmiert und mit Dreck und fettigen Fingerabdrücken überzogen. Der Großteil der Dokumente ist in wirren Notizen in Goblinisch überzogen. Doch es gibt auch einige Abschnitte in der Handelssprache. Jene Abschnitte, die noch am meisten Sinn ergeben, lauten wie folgt. Habe noch nicht herausgefunden, welchen Zaubertrick ich auf die Quelle der Weisheit anwenden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob jedes Podest ein Talisman freisetzt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich erneut den Elementaren stellen will, um das zu überprüfen. Die Talismane werden offenbar beim zentralen Brunnen verwendet. Ich werde noch ein wenig experimentieren. Vielleicht gibt mir ja Gishnak eine Eskorte mit. Gishnak? Wer ist Gishnak? Okay. Das scheint irgendwie hier in einen Hauptraum zu führen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier einen Rundgang. Das werdet ihr bedauern. So, da geht's nicht lang. Oh, das hier werden wir nicht beide überleben. So. Sklavengatter? Was? Mein Stahl wird treffen. So. Tatsächlich, hier sind Menschen. Gefangenen. Sklaven, Gefangenenschlüssel. Haha. Ha, der Schlüssel ist weg. Sehr gut. Hallo, Sklaven. Seid mir gegrüßt. Ihr seid ein Elf, den Göttern sei Dank. Bitte, mein Herr, bitte befreit uns von hier. Die Gnolle werden uns sonst sicher zugrunde richten. Sagt mir zuerst, woher ihr gekommen seid. Wie ihr hergekommen seid.
Wir sind aus Blumberg. Das war unser Heimatort. Es ist noch kein Tag her, dass die Gnolle über unser Dorf hergefallen sind. Aha. Okay. Wir wissen nicht, warum sie gekommen sind oder was sie wollten. Sie haben die meisten von uns getötet. Nur wir sind noch übrig. Oh bitte, gibt es denn gar keine Möglichkeit, uns zu befreien? Ich flehe euch an. Wir werden hier sicherlich sterben, wenn wir nicht entkommen können. Okay. Ihr könnt gehen. Der Weg ist frei. Wir sind frei? Seid ihr auch wirklich sicher? Oh, vielen Dank, mein Herr, danke. Bevor wir gehen, müssen wir noch eines wissen. Ist das Dorf Hügelspitze sicher? Es ist die einzige Siedlung in der Nähe des Waldes, die nach Blumenberg... Und nach Blumenberg können wir nicht zurück. Hügelspitze ist sicher. Ich werde euch gerne selbst dorthin führen. Das ist ein sehr großzügiges Angebot, mein Herr, aber wir wollen euch nicht zur Last fallen. Wir werden es auch alleine dorthin schaffen. Sagt mir, dürften wir wohl den Namen unseres Retters erfahren? Ah, mein Name ist Elwin und hier, nehmt diese 100 Goldmünzen, um euch ein neues Leben aufzubauen. Ihr seid wirklich großzügig. Vielen, vielen Dank, Elwin. Lebt wohl und mögen die Götter immer über euch wachen. Ja, warte, da kommt ihr doch noch gar nicht durch. Oh, jetzt schon. Lauft, meine Kinder, lauft! Und verschwindet, sobald ihr durch die Tür gegangen seid. Das Tür ist nämlich ein Portal. Es teleportiert euch augenblicklich nach Hügelspitze. Glaube ich. Wenn nicht, wahrscheinlich direkt in den Kochtopf von den Gnollen. Die Gnollsklaven. Die Sklaven konnten die Gnollhöhlen jubelnd verlassen. Sie sind jetzt auf ihrem Weg nach Hügelspitze. Ja, gut, dass ich aus Hügelspitze gekommen bin. Wenn sie exakt denselben Weg nehmen wie ich, dann ist er definitiv leer. Dann sind auch keine Bären und Trolle und hast du nicht gesehen. So. Selbe Konstellation wie auf der anderen Seite, okay. Was? So. So. Hätten wir das Problem ja schon mal beseitigt. Also ich weiß nicht, dieses Alarmsystem... Wie gesagt, also irgendwie... Meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Oder vielleicht doch. Einer der Gnolle ist wohl rausgekommen. Oder vielleicht gab es auch nur einen. Nur noch einen. Wer weiß. Na kommt her, ihr Schlingel. So. Nix mehr, Gnollhöhle. Das wird bald nur noch eine ganz einsame Höhle sein, die einfach nur so aussähe, als hätten dort Gnolle gelebt. Das werdet ihr bedauern. Naja, es hatten ja auch hier Gnolle gelebt. So viel Ehrlichkeit muss ja nun wirklich sein. Das ist ja... Nee. Oh, hier passt doch was Kleines rein. Na? Nein. So. Hab ich denn... Oh, nichts. Okay, na gut. Dann sind wir ja einmal rum. Ja, dann können wir doch mal... Hier werde ich auch gleich nochmal gucken gehen, aber gehen wir jetzt mal hier nochmal rein. Das scheint hier alles in so einem Zentralraum zu enden anscheinend. Wahrscheinlich gibt es hier auch einen Weg, der da längs führt. Klopf, klopf. Hallo, jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Klopf, klopf. Hier jemand da? Mein Stern wird treffen. Nicht schnell genug. Was ist das hier? Oh, könnten hier die Kobold-Gefangenen sein? Gnoll-Zellenschlüssel.
toll, hier ist leer. Ist der Schlüssel denn jetzt weg? Nee. Ah, toll. Mein Stahl wird treffen. Hallo. Aber hier sind Knochen, immerhin. Yeah. Knochen. Da, 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 da. Mein Gott. Jetzt reicht's aber. Okay, hier ist auch leer. Was ist hier drin? Ach du Schande. Ah, alles klar. Die Goblin-Bewaffnung, ne? Die wurden wohl alle entwaffnet, die Guten. Schätze ich zumindest mal. Oh. So. Ich bin schon ziemlich weit mit meinem Rucksack. Was ist denn dann im Waffenständer? Oh, nur Erstickungspulver. Na gut. Aber, oh, doch, es haben noch ein paar Kobolde überlebt. Ihr uns nichts tun will, oder? Wir nur kleine Kobolde, wir wollen fliehen von bösen Gnollen. Moment. Macht bloß keine Dummheiten. Ich will jetzt eben ein paar Fragen beantworten. Ich gerne sagen alles, was ihr wollen wissen. Wer seid ihr und warum seid ihr... Wie seid ihr hergekommen? Wir gehen heim nach Überfall auf Menschendorf und Gnolle greifen an. Viele Kobolde stirbt oder läuft weg, aber wir gefangen werden, sie uns bestimmt fressen. Ihr wart am Überfall auf Hügelspitze beteiligt? Ihr nichts wohnt in Menschendorf, oder? Warum habt ihr es überfallen? Der Meister schicken uns, mächtige Gegenstände von Zwerg zu stehlen. Der Meister sagen uns, wir müssen schnell sein. Er nicht sagen, warum. Also wir gehen zum Menschendorf. Einige Kobolde holen Gegenstände und Rest von uns, wir großen Überfall machen. Zu der Zeit, das schien gute Idee zu sein. Euer Meister? Thymofer? Ihr hören von Meister? Ja, Meister ist ein großer Drache, Thymofara. Er wollen mächtige Gegenstände und wollen sie gestern. Sein großes Rätsel für uns. Okay. Also wollte sie schnell. Was ist denn mit dem Artefakt passiert? Wir nur haben einen Gegenstand als Gnolle uns fangen. Großer Drachenzahn, aber Gnolle schon vor langer Zeit abnehmen. Wir nichts wissen, was sein mit restlichen Gegenständen. Andere Kobolde fliehen vielleicht damit oder vielleicht Gnolle alles kriegen. Ich habe keine Fragen mehr an euch. Dann wir gehen können. Wir nichts wollen sein Gnollfutter. Bitte lassen uns gehen. Na gut, verschwindet. Und zwar alle. Ihr seid gnädige Person, das seid ihr. Nafeli, viel dankbar. Ihr mir jetzt alle folgen. Wir laufen Freiheit. Schnell, schnell. Na gut. Bin ich jetzt mal etwas gnädiger gewesen. Aber die hatten auch nichts dabei. Eine Gruppe Kobolde wurde in den Gnollhöhlen entdeckt. Die gefangenen Kobolde wurden befreit. Naja. Okay. Nee, da will ich jetzt noch nicht. In den Hauptraum will ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal kurz nochmal hier im Tiergatter umschauen. Und dann gehen wir mal ins in den Hauptraum. Ich überlege gerade, ob ich hier durch das Tor gehe oder vielleicht lieber einen Seiteneingang nutze. Wer weiß, vielleicht werde ich ja hier erwartet. So. Mein Stahl wird ein Gong. Der nutzt auch nichts mehr. Was haben wir denn hier? Oh. Lass mich raten, er hat einen Zellenschlüssel. Nein, er hat nur einen schweren Streitflegel und ein Horn. Horn des Tiermeisters. Uneingeschränkte Nutzung. Na, ich bin ja hellauf begeistert. Okay, machen wir es so. Oh.
Aha, nein, hier sind ein paar mehr Schwarzbären drin. Seid friedlich. Ihr habt eh keine Chance. Haben die hier irgendwas bewacht? Nö. Okay, also die waren einfach nur da, um... Ja, warum eigentlich? Naja, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal vorsichtshalber in den Seiteneingang. Das hier werden wir nicht beide überleben. Okay, es geht nicht. Okay, dann gehe ich eben durchs Tor, mein Gott. Hallo? Muss ich doch von vorne kommen, na gut. Na gut, dann eben so. Das werdet ihr bedauern. Haha. Haha. So. Oh. Ich kann mit denen reden? Ach. Gischnack ist der Häuptling. Gischnack sagen Halt. Ihr gehen nicht weiter. Wir jetzt reden, nicht kämpfen. Warum ihr kommen her, Fellloser? Ihr töten viele von Gnollstamm. Warum? Was ihr suchen? Ich suche einige Artefakte, die in Hügelspitze gestohlen wurden. Ah, ihr suchen die mächtigen Gegenstände. Entwendet von den kleinen Wesen, die ihr Kobolde nennt, ja? Die Herrin Gina sucht sie bereits ebenfalls. Deshalb hat sie Gischnack befohlen, die Kobolde mit seinen Gnollen anzugreifen, um ihnen die Gegenstände abzunehmen. Wer ist denn Gina, von der ihr da spricht? Gina hat große Macht, viel Magie. Sie kommt vor zwei Monden in Gnollhöhle und vertreibt alle alten Häuptlinge Naschek. Er flieht mit vielen Gnollen und Gina hat jetzt hat Sagen in den Höhlen. Sie ist nicht Gnoll. Sie verbringt die ganze Zeit in den Ruinen unter Gnollhöhle und gräbt. Sie tötet Gnolle, die nicht gehorchen. Wir sie nicht hier wollen. Wir gerne versuchen, sie zu töten, aber Gina ist zu stark. Ihre Magie zu stark. Wir Gnolle brauchen Hilfe, wenn sie sterben soll. Wollt ihr damit sagen, dass ihr mich im Kampf gegen sie unterstützen würdet? Ich biete an, dass, wenn ihr Kampf gegen Gina beginnt, nur dann Gnollstamm an eurer Seite kämpfen könnte. Ich bin nicht sicher, ob wir euch trauen können. Aber wir wollen, dass Gina aus Höhlen verschwindet. Wenn ihr mich unterstützt, werde ich gegen sie kämpfen. Dann sollt ihr freien Durchgang durch unsere Höhlen haben, Fellloser. Und falls ihr gegen Gina losschlagt, werden wir da sein, um euch zu unterstützen. Ich gebe euch den Schlüssel für die Türen hinter diesem Raum. Sie führen zu den alten Ruinen, in denen sich Gina aufhält. Ich warne euch jedoch. Ab jetzt, ihr nicht mehr stehlt von uns. Nicht fassen an unsere Sklaven und nicht greift uns an. Sonst keine Abmachung. Okay. Achso, ich dachte, wir hätten einen Eintrag bekommen. Oh, ich darf nichts mehr klauen. Wie doof ist denn das? Naja. Achso, ich habe ja Schlüssel. So. Da, irgendeine Hexerei hat okay. Meinen Angriff abgewehrt. Ich brauchte wohl den Schlüssel. Na gut. Oh, wow. Achso, tiefes Loch. Ich wollte gerade sagen, was für ein toller Raum. Ein dickes Seil hängt nach unten ins Dunkel hinab. Na, dann klettern wir mal runter. Dumm, die dumm, die dumm. Unterirdische Ruinen, hey. So. Nun sind wir hier unten. Bodenhebel, Goblin-Knochen? Was ist Goblin-Knochen? Goblin-Botschaft. Meister Gemein uns hier runterschicken. Er sagen, wir nach magischem Zeug suchen. Nichts finden. Tage und Tage vergehen. Munk und Jerry jetzt ganz weg. Mich jetzt zurückgehen, dann Meister ärgerlich sein. Ich verhungern. Weniger schlimm als Zorn von Meister. Hebel macht hübsch Licht. Gang mit gleichem hübschen Licht denken sicher. Munk und Jerry mir nicht glauben und jetzt tot. Falschen Gang hinunter und ganz verbrannt.
Ich recht, aber nicht kämpfen gegen Imps, ganz allein. Ich nun essen Stiefel und hoffe auf das Beste. Hebel hübsch leuchten. Der Hebel hübsch leuchtet nicht. Leuchtet nicht hübsch. Eine Truhe. Und sie ist offen. Und weil sie ist auch leer. Ganz dolle Nummer. Ach, das wird... Okay, die Tür hat sich jetzt geöffnet. Hier lang werde ich wohl können. Schutztrank vor Elementen. Mein Stahl. Also, umgekehrt natürlich. Trank, Schutz vor Elementen, so. Ach, ich muss den Farben nach, ja? Das oh. Hier wird... Du Arsch. Ich mache euch platt. Mein Stahl. Okay, das waren die besagten Imps, die hier auftauchen. Ah, okay, wenn ich den falschen Weg gehe, dann kriege ich Schaden, okay. Okay, kriegen wir hin. Okay. Das hier werden wir nicht beide überleben. Oh. Ein Wasserelementar. Oh. Was willst du denn? Du Schlingel. So. Du Hund. Ha. Hey. Ah, okay. Und jetzt noch einmal. Ah, alles klar. Okay. Entschuldigung, ich hätte dich ja fast übersehen. Ja, schön hinten anstellen. So. Jetzt ist hier Ruhe. Aha. Das werdet ihr bedauern. Aha, noch ein Wasser... Ah, ne. Oh, ein Feuerelementar. Mach dich platt. Du Hund. Okay, der nächste. Das habe ich ge... Oh, nein. Das habe ich gesehen. Du bist aufgegangen. Okay. Okay. Kommt hierher. Die können mir Schaden zufügen? Das ist ja gemein. Halt die Schnauze. Du hast mir wehgetan. Du hast mich verletzt. Mhm. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Gut, es ist jetzt nicht ganz so schwer. Schnell! Oh, okay. Ah. Ja gut, dann mal drin. Das ist jetzt bestimmt ein Luftelementar, ha? Huh? Yeah. Na los. Ich mach dich platt.
Haha, triff's nicht. Aber ich schon. So, dann die letzte Tür. Ach, das war die wahrscheinlich. Okay, na dann.